Hallöchen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video von Minecraft. Und zwar geht es hier um meine neue Command-Block-Kreation. Wie ihr hier sehen könnt, ist hier ein Baum. Da denkt es sicherlich nur, hey, ein Baum? Doch, da behandelt es sich um eine Command-Block-Kreation. Ich nenne diesen Baum der magische Baum. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, fliegen wir, wenn wir näher kommen. Seht ihr, wir fliegen, wenn wir näher kommen. Und zwar, es geht so. Wenn wir hier diese Blöcke weg tun, sehen wir eine Command-Block-Kreation hier. Und ich zeige euch nachher gleich, wie es geht. Und zwar hier Effekt Add B Levitation 1,3. Wie gesagt, 1 für Sekunden und 3 für die Stärke. Und zwar hier Test for Add B Radius. Ja, Radius ist gleich 1, ist gleich 15, Klammer zu. Jetzt zeige ich euch, wie es geht. Und zwar hier gerade. Hier machen wir zuerst einen Baum. Ich würde euch empfehlen, ihn nicht höher als 25 Blöcke zu bauen. Und hier graben wir nun das Loch aus. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, habe ich hier ein Loch gegraben. 6 Blöcke lang. Und zwar hier kommt ein Command-Block. Dann kommt noch hier ein Command-Block. Okay, hier ein Grasblock und in den Command-Block geben wir hinein Test for Add B ist Klammer R für Radius ist gleich 15. Mehr als 15 würde ich euch nicht empfehlen, weil sonst ist es kein richtiger magischer Baum. Auf immer aktiv, auf wiederholen. Und schon haben sie mich gefunden. Dann hier noch ein Redstone-Vergleicher, ein Repeater bzw. Redstone-Verzögerer. Verstärker. Hier noch ein Redstone. Hier geben wir folgenden Befehl ein. Effekt Add B Levitation 1 und 3. Mehr als 3 von der Stärke her würde ich euch auch nicht empfehlen. Und ganz wichtig, kein immer aktiv, sondern benötigt Redstone und auf Wiederholen. Oder ihr könnt ihn auch auf Impulse lassen.
Aber am besten ist es, wenn ihr es auch wiederholen tut. Wie ihr sehen könnt, schweben wir hier in einem Umkreis von 15 Blöcken. Hier noch die Kreomantok-Kreation schön abdecken und eine Baumkrone, eine schöne Baumkrone noch machen. Und hier noch eine Baumkrone machen. Und jetzt seht ihr, sieht der Baum fast gleich aus wie der andere da drüben. Okay, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann abonniert meinen Kanal David F. Lasst vielleicht nur ein Like hinter und kommentiert mir vielleicht, was euch gefallen hat und was euch nicht so gefallen hat. Tschüss, bis zum nächsten Video. Ciao.